und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinem Werk. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Mit dem Himmelreich ist das wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. So ist es auch mit dem Himmelreich, wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders schöne, wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Weiter ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, um alle Fische zu fangen. Als es voll war, zogen es die Fische ans Ufer. Sie setzten sich, lasen die guten Fische aus und die schlechten, die warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein.